und das klingt jetzt für mich ein bisschen nach Boss. Oh nein. Es ist schlimmer als ein Boss. Es ist ein Arachnoid. Oder... Yeah! Plasma Gun! Oh, noch mehr? Scheiße! Plasma Gun! Plasma Gun! Plasma Gun! Und ich habe Großteil meiner Health eingebüßt, weil ich so toll bin. Und noch mehr Gegner. Yeah! Fick dich! Exit? Und erstmal noch Munition aufsammeln und Health und Ammo. Noch mehr Ammo. Ein Energiepack. Ja gut, ist auch Ammo. Und Chaingun. Und warum kriege ich so viel Munition? Warum hat mir das nicht gefallen? Und Schutzwinde? Habe ich schon. Okay, warum ist da direkt der Exit? Hä? Weil er nicht aufgeht. Toller Exit. Und ich mache die Türen auf. Ich mache... Oh nein. Oh scheiße. Oh ja, das ist wie ein Doom. Die fetten Viecher. Aber wir haben die Schrotflinte. Ach ja, die Schrotflinte. Ja, ich habe gerade die Schrotflinte. Nein, das ist kein Raketenwerfer. Das ist eine scheiß Schrotflinte. So eine verfickte Fickscheiß. Oh, ich sag's wieder böse. Und ach du Scheiße, irgendwo ist noch mehr Scheiße. Aha! Stirb! Plasma Gun! Yeah, Blute! Ihr Spinner. Ich hasse es. Das ist das, was ich an Doom so hasse. Es kommen so viele Gegner. Einfach nur so unglaublich viele Gegner. Und was ist das in der Mitte? Megasphäre, genau, was ich brauchen kann. 100 Health mehr. Yeah. Und da liegt doch bestimmt auch irgendwas rum, das ich mitnehmen kann. Nein. Es ist einfach nichts da. Da war ich, da muss ich noch. Nein. Gibt einfach nichts. Und... Was? Das war alles? Das war's? Das war die ganze Runde? Nein, Moment. Da drin war ich noch nicht. Doch, da war ich. Wo war ich noch nicht? Hä? Warum ist das so ein unsichtbarer? Auf der Karte sehe ich was, wo ich noch nicht war. Moment, dazu muss ich hier lang und dann... Wie komme ich da rein? Das möchte ich jetzt doch nicht. Komme ich da irgendwie rein? Komme ich da überhaupt rein? Keine Ahnung. Wie komme ich da rein? Oh, ist doch irgendwo ein Schalter. Schalter. Nein, nein, kein Schalter. Kein Schalter für den Hunk. Oh, jetzt ist Hunk traurig. Oh, und... Ah. Ich hasse die Kisten, ich hasse sie. Es scheint wirklich nur diesen einen Weg. Was haben wir da noch? Kann ich es wieder ausschalten? Nein. Suche ich jetzt noch den einen Schalter? Oder lass ich es bleiben? Ich... Lass es bleiben. Sonst war das Let's Play nur wieder 2 Stunden lang und... Verdammt war das einfach. Und... Was? Ich habe alle Secrets gefunden. Das gab Secrets? Wo bitte gab's das Secrets? Oh, Trick und Fallen, ja, Tricks und Fallen, oder? Glaub schon. Und... Schöne Runde, fängt mir sympathisch an. Und ich verschwende erstmal Munition mit der Doppelläufigen und Giftgas und ein totes Space Marine. Genau, was ich brauche. Und... merkwürdige Monitoren, die mir überhaupt nichts bringen. Und eine Tür, die nicht aufgeht. Ja, was wird sich hinter der versteckten Tür verbergen? Und kann ich da einfach rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Egal, das war's erstmal für heute mit meinem Freedom Let's Play. Ich werde es dann die Tage fortsetzen und erstmal das Zeug hier hochladen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Schauen wie ich beim Spielen. Denn es ist saulustig, auch wenn es im Prinzip nur sinnloses Gegnermetzen ist. Und während ich hier noch irgendwelchen langweiligen Scheiß laber, ich die Hälfte der Map schon wieder abschließe. Aber egal. Ich habe meinen Spaß. Das ist mein das Wichtigste. Ich hoffe, ihr auch. Wäre schön. Und ja, der Download-Link ist in der Beschreibung, in der ersten Teil. Und im letzten werde ich es nochmal einfügen. Für jemanden, der es zu Ende schaut und sich da fragt, hey, wo kriege ich dieses coole Spiel her? Das ist zwar schon uralt, aber egal.
zeitlose Klassiker eben. Und ich kann es jedem empfehlen, mal zu spielen. Vor allem auf Nightmare. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.